Ja, wer heute mehr als 23 Grad genießen durfte, der kann sich wahrscheinlich kaum noch vorstellen, dass woanders Winter herrscht. Björn Alexander, jetzt mit den Wetteraussichten für die kommenden Tage. Direkt aus dem Schnee in Ischgl, aber nur im T-Shirt. Den vorläufigen Höhepunkt des Superfrühlings haben wir auf Rekordniveau heute leider bereits erreicht. Aber keine Angst, auch die nächsten Tage können sich durchaus sehen lassen. Die bildliche Einstimmung gibt es heute noch einmal aus den Bergen der Alpen. Beeindruckend blau der Himmel hier auf über 2600 Metern Höhe. Und das, obwohl uns Hochguido ostwärts verlassen hat. Sein Nachfolger Hochhelmut ist aber auch ein guter. Somit startet die neue Woche unter Hochdruckeinfluss überwiegend schön. Einzig im Nordwesten werden die Wolken eines schlappen Tiefausläufers schon mal etwas aufdringlicher. Dazu 10 Grad an der See, sonst meist 13 bis 18, am Rhein bis knapp 20 Grad. Die weiteren Aussichten: Es bleibt freundlich oder sonnig und trocken. Die Nächte sind nach wie vor eher kalt mit örtlichem Frost oder Bodenfrost. Dafür sind die Tage sehr mild bei bis zu 18 Grad. Kurzum, der Frühling bleibt und an dieser Stelle darf auch ich dann mal meine Sonnenbrille ihrer Funktion zuführen. Hoffentlich hat Björn genug Sonnencreme aufgetragen.